Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Hier zurück zum Wettlauf um den Kreuzzug oder so ähnlich. Der Günther ist auch da, grüß dich. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Und auch Salvete Spectatoris und Moin. So, dann lass ich mal wieder laufen, denn wir haben ja beide einen Krieg. Du hast, glaube ich, sogar mehrere. Ja, genau. Also, wir sind noch im Krieg mit Aquitanien. Da wurden wir von unserem Verbündeten in den Krieg gerufen. Ach, deswegen laufen da Truppen rum. I see. Okay, ich habe mich nur Aber ich glaube, den Krieg haben wir auch gleich gewonnen. Also, so viel gibt es da gar nicht mehr zu holen. Die haben noch 2000 Mann. Aber man fragt sich, was wollen sie noch machen? Ja, ich habe schon wieder so Nackte hier, ne? Ein unhöflicher Vasall. Oh, einer meiner Rivalen ist down gegangen. Ich soll jetzt die Frau das Knie legen, Günner. Das ist irgendwie fragwürdig, ne? Ich mach lieber den Mittler. Ich will nicht am Ende noch, dass jemand ein Foto macht und so eine sexuelle Belästigungsklage gegen den König stellt. Du wirst wahrscheinlich erstmal aufgefordert, Nacktbilder zu schicken, ne? Und, ja. Pass bloß auf, wenn du das machst, ne? Sollte man nicht tun. Ganz dumme Idee. Alter, so, wenn ich ein... Mal. Alter, ist das so krass, ne? Wenn wir jetzt ein Festmahl machen, verlieren wir 102 Anspannung. Du bist aber auch schon ein cooler Partygänger, du. Auf jeden Fall, Alter, mein... Warum hat der so eine komische Kluft an? Oh shit, der hat die Blattern. Oh nein! Es ist gar keine Kluft, es sind die Blattern. Ja, das ist... Ja. Der hat keine Kluft an, der hat Ausschlag an. Oh nein! Der hat einfach die Pest am Leib, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Mein Herr, diese Pest steht Ihnen gut. Sie betont Ihre Wangenknochen. Oder so, ne? Das Schwarz aus den aufplatzenden Pestbeulen betont Ihre Wangenknochen oder irgendwie so. Oder betont die Ringe unter ihren Augen. Oder streicht ihre Müdigkeit. Der Tod steht ihr gut, ne? Ja, genau, ja. Der Tod steht ihm gut, die Blattern stehen ihm besser. So schlau die KI bei Belagerungen im Heiligen Land ist, so dumm ist sie, wenn du ihr Land angreifst und es ist kein Kriegszug. Es ist manchmal echt faszinierend. Belagern die halt die Gebiete von meinem Enkel, die mir so scheißegal sind, wie sie es nur sein könnten, weißt du? So, ich hoffe, der Typ kriegt jetzt seine 100 Punkte Kriegsstand zusammen. Bekomme ich nur noch Asatru als Ritter, ey. Die muss ich erstmal bekehren, Mann. Krasse Nummer. Ja. Sufritisch, was ist denn das für eine Religion? Vielleicht kriege ich jetzt sogar noch mein Schlachtross, das wäre cool. Kampfgeschickprüfung oder eine Diplomatieprüfung? Dann nehme ich lieber die Diplomatieprüfung, weil da bin ich tatsächlich einen Punkt besser, du. Cool. Ich hab'n Schlachtross. Oh yeah. So, jetzt ab dafür. Und das Königreich Aquitanien.
Moment mal, was gehört jetzt hier? Das Königreich Aragon ist jetzt kleiner geworden. Und das ist jetzt das Königreich, okay. Ah, nee, Aragon ist plötzlich einfach da, da war vorher was anderes. Ja, genau, und zwar, der hat Aquitanien geeint. Und das, was vorher zu Aquitanien gehört hat, ist jetzt das Königreich von Aragon geworden. Interessant. Muss übrigens dann bei Zeiten, wenn dieser Krieg hier jetzt erstmal vorbei ist und ich dann irgendwie nochmal ein Jahr lang Frieden gehabt habe oder so, dann gucken wir nochmal, gegen wen wir dann wieder Kriege führen können. Mach du mal mit hier in diesem Krieg, bitte. Ausgezeichnet. 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 Er ist gezeichnet. Christina von Wolfenstein. Die nächste, die heiraten kann. Lass mal von der Alice ausbilden und die Marine. Keinen einzigen mehr, der eine vererbliche Eigenschaft hat? Doch. Ja, mein eigener Enkel. Toll. Ach, das bisschen Inzucht ist doch kein Problem. Sagt der Mörb. Genau. Warte mal, habe ich die nicht eben zum Vormund meiner Tochter gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Nee, kann eigentlich nicht sein, ne? Die hatte nur 12 Punkte hier. Doch, Vormund entfernt, Alter. Brauchen so lange zum Belagern, ey. Das ist nicht zu fassen. Vor allem hier in dieser Bergfestung, ey. Ohne Witz, in Bergen sind Festungen auch in diesem Spiel sehr effizient. Ja, die sind krass, ne? Mhm. Wenn ich jemanden einknasten will und ja. Derjenige, Schrägstrich diejenige, ne, hat keinerlei Land. Ist also ja. Landlos, ne? Ja. Kann er oder sie dann eigentlich... Ja. Moment. So, kann er oder... Moment. Kann er oder sie dann eigentlich eine Revolte machen? Im Knast, nö. Wenn ich die einknasten will. Also die sind noch nicht im Knast. Nee, die können dann nur weglaufen. Die können versuchen zu fliehen. Also dann ist halt die Konsequenz, wenn sie das nicht wollen, sie fliehen halt aus deinem Reich. Okay. Aber sie können dich nicht... Nee, das können sie nicht. Jared wurde vernichtet. Jetzt habe ich extra diesen Titel meinem Sohn gegeben. Jetzt vernichtet er den einfach, weißt du? Nicht schlecht. Hätte ich auch gedacht, Papa, den brauche ich doch gar nicht. Und der nächste Kriegsführungsvorteil. Es wäre es halt schon cool, wenn ich nochmal so ein lebensverlängerndes Event bekommen würde. Ich hätte schon ganz gerne, wenn mein lieber König Bufo II.
länger lebt. Das wäre super geil. Super geil. Super geil. So eine pure Glückssache. Ja, Mann. So schenkelklopfende Unterhaltung oder wiederbelebte Freundschaft, weißt du, also das sind die Dinge, von denen ich rede. Die gehen voll ab. Was geht voll ab? Diese beiden Events, schenkelklopfende Unterhaltung und vor allem eine wiederbelebte Freundschaft. Es gibt aber auch noch Leidenschaft fürs Leben, wenn man besonders gut isst. Ah ja. Ja, stattdessen... Meine Alte muss noch mal werfen. Das kann doch nicht sein. Was ist denn hier? Stattdessen hat meine Tochter jetzt jemanden getötet. Einfach so. Auch nicht schlecht. Sie war wohl der Meinung, dass der Typ es verdient hatte. Ufts. Alter, ich krieg das nicht hin, deren Vormund zuzuweisen, weil dann natürlich wieder nur 30 andere Events passieren, ne? Oh, Flandern ist unabhängig. Moment mal. Wow. Alter, was? Moment, hä? Ah, nee, die haben einen Bürgerkrieg. Ah, I see, okay. Ja, ja, ich sehe da kein unabhängiges Land. Nee, das sah nur so aus. Sie führen gerade Bürgerkrieg gegen ihren Lehnsherrn, den König von Frankreich. Aber brauche ich, glaube ich, nicht zu machen. Das sind doch 7000 Mann. Warum ruft er mich denn überhaupt in den Krieg? Weil es die KI ist. Ja, weil der will, dass ich meine Ressourcen verschwende. So, ein landloser Höfling von uns. Alter, das Rum, H-U-R-E-N, das liegt aber bei denen in der Familie. Wie die Mutter, so die Tochter, ne? Die Tochter von der habe ich auch schon in Flagranti erwischt. Inflationär in Flagranti. Warum kann ich die nicht... na egal, mach sie zu meiner Freundin. Stephanie von Wolfenstein kann heiraten. Mario heirate den. Okay, sehr schön. Jetzt könnten wir... Jetzt könnten wir Exkommunikation Mord. Warum kann ich dem jetzt kein Bündnis anbieten? Ich müsste doch ein Bündnis. Okay, eine von meinen Töchtern. Ich hab's geschafft, dass die KI anscheinend nicht weiß, wie sie angreifen soll. Sie geht an Land, geht ins Wasser, geht an Land, geht ins Wasser. Wow, jetzt mache ich auf einmal Minusgeld. Warum? Ach so, ich weiß warum. Weil ich Autonomie auf einmal habe. Ja, ich habe sehr, sehr vielen Bauern erlaubt, quasi Steuerlast. Das haut bei mir richtig übel rein.
Aber zum Glück habe ich einen Aufseher, das heißt, bei mir geht es relativ schnell wieder hoch. Na komm, 79%. Das Spiel will immer noch, dass ich dir den Titel Grafschaft... Ne, warte mal, hä? Okay, ne, das ist jetzt was anderes. Grafschaft von Innsbruck willst du. Wo ist denn das hier? Ich weiß von nix. Also, stopp. Ich kann hier jemanden vasalisieren. Aus Italien. Ach, guck mal da. Und dann sage ich niedrige Feudalsteuern und dann biete ich dir jetzt eine Vasalisierung an. Und dann wird die jetzt meine... Genau, dann sagen die ja. Dann wird die jetzt meine Schildmaid sozusagen. Oder wird sie ja, meine so Magd. Sie wird meine Magd. Genau. Gleich direkt nochmal ein Level runterdrücken, ne? Sagt der Mutter, Schildmarkt, jetzt wollen wir mal nicht übertreiben. Genau. So, wir haben jetzt einen Diplomatiewert von 43. Ja, das ist ziemlich gut. Das ist nicht schlecht, ne? Das hilft halt beim Vasalisieren, aber ansonsten halt nicht viel. Das Verrückte in der ganzen Sache ist, es kann sein, dass du die vasalisierst mit deinem hohen Diplo-Wert und im nächsten Moment gehen sie in eine Unabhängigkeitsfraktion gegen dich rein. Ja, ja. Ja. Das kann wirklich passieren. Glaube ich dir, glaube ich dir, glaube ich dir. Kann ich Prinz Henry, dem Zerstörer Schwarzenegger, kann ich dem jetzt eigentlich... Oh, warte mal, was ist das für ein Gast? Der hat einen Anspruch auf. Glüdel, das ist irgendwo auf der Insel, ne? Das halten die Schweden momentan. Ah, die Schweden gibt's, okay. Sind die hier tatsächlich an Land gekommen? Also, was soll ich bekannt? Nicht, wenn ich, dass jemand Druckmittel gegen mich hat. So, ja, wir sparen noch ein bisschen Kohle. Ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich mal eine Schlacht suche. Was haben wir denn für Generäle? Wir tänzeln jetzt hier um diesen Berg herum, so wie es aussieht. Ja, also ich nehme jetzt alle Truppen auf einen Schlag und werde sie jetzt hier hoffentlich vernichten. Nein, meine Frau ist tot. Oh. Besonders ärgerlich natürlich immer dann, wenn sie noch im gebärfähigen Alter ist. Ja, das war sie jetzt in Anführungszeichen zum Glück nicht, aber es war trotzdem nicht toll. Das woanders machen. Ich habe da was dazu gelernt, oder? Wow, ich habe noch ein neues Kriegsvolk gekriegt. Mhm. Pikeniere, die hatte ich vorher gar nicht. 7 von 7.
Das ist doch bestimmt dein Verdienst, oder? Nö, ich eigentlich nicht. Also. Bin doch gar nicht so gut, dass ich sowas hinbekäme. Also ich habe tatsächlich mit deiner Kultur nichts zu tun. Okay. Oh, die bekommen so einen üblen Verschleiß, die Gegner. Gerade eben, die verhungern hier jetzt in ihren eigenen Ländern, weil ich sie besetzt habe. Oh, das wird ein Kinderspiel. Wo bist du gerade unterwegs? In Spanien, ja, ich kämpfe gerade eine Schlacht gegen die, ja, gegen Cordoba und Co. halt, da unten halt. Ja, Rashid. Ich sehe es, ja. Alter, 14.000 Mann. Dass die mehr Ritter und mehr Kriegsvolk haben, nützt ihnen jetzt in der Situation gar nichts. Boah, was für ein Bild, Leute, das müsst ihr euch angucken. Okay, also, was haben wir? Soziale Manipulation, Herzogin Onna, Jasmine-Tochter von Friesland, Nackedei Adamitin, schwanger und Trostfresserin, wie man hier auf diesem, ja, ich weiß nicht, auf diesem Zeitschriften-Hochglanzbild hier sehr gut erkennen kann. Es ist sehr, sehr interessant. Als es das erste Mal passierte, dachte ich kaum darüber nach. Aber meine Vasallin, Herzogin Onna, wird immer kühner. Ihre Herausforderungen bleiben nicht mehr unbemerkt bei meinen Vasallen. Sie lotet meine Grenzen aus. Wahrscheinlich dadurch, dass sie konsequent nur mit so einem Feigenblatt bekleidet hier rumläuft, ne? Kann man auch als Provokation ansehen, ne? Die anderen werden es ihr gleich tun. Nein, bitte nicht, Leute. Behaltet eure Klamotten an, sofern ich sie nicht ihrem Schwachpunkt angreife. Also mit Essen. Ihr haltet 50. Nee, Schwachpunkt ist nackt. Ja. Schalt die Heizung aus. Genau, ja. Ihr haltet 50 Diplomatie, Lebenswandel, schwaches Druckmittel, verliert Meinung, setzt Prestige ein, bababab. Diplomatie, Lebenswandel, bababab. Diplomatie, Lebenswandel, bababab. Oder verliert einfach nur Meinung und ich kriege 10 Schrecken. Warte mal, kann ich nicht irgendwo einknasten? Nee, das ist ja einfach nur eine Diplomatie-Herausforderung. Da geht es nur darum, dass du XP machen kannst. Und das die ersten drei sind absolut identisch. Ja, musst halt gucken. Also, du musst eigentlich gucken, was hat sie für Charaktereigenschaften und Fähigkeitspunkte und daraus kaffeesatzlesend ableiten, was du am besten wohl nimmst, um vielleicht Erfolg zu haben. Also, okay, ich werde ihr Aufgaben stellen, die unmöglich zu erfüllen sind. Und weil sie ehrgeizig ist und arrogant, wird sie die annehmen und kläglich scheitern, ne? Das so ist der Gedanke. Das Problem ist, das Spiel zeigt dir nicht, was du für eine Erfolgswahrscheinlichkeit hast, weil da trotzdem noch ein Würfel fliegt. Und das macht die Sache halt manchmal ein bisschen frustrierend. Ja. Können wir weiterlaufen lassen? Ich habe gerade eben so eine Schlacht am Laufen. Mach raus, Gut. So, weil dann habe ich nämlich jetzt vor, denen hier den Tag zu versauen. Den letzten von denen, die da noch kämpfen. Ach, da sind nur noch... Ah, nee, da sind noch 4000, Mann. Dann gehe ich doch denen hinterher. Habe ich ja nicht irgendjemand, der Organisator ist, der schneller ist? Ja. Denk doch die Feudalsteuern nicht, sag mal, bist du des Wahnsinns, Mann. Das ist doch meine Haupteinnahmequelle. Ja, den lassen wir raus. Den lassen wir raus. Alles Bürgermeister von dem, glaube ich. Ich werde diese Armee verschwinden lassen. Du bist ein Zauberer, genau. Ja. Mit diesem Bleistift. Oh nein, mein verwundeter Vasall. Ich habe das Gefühl, dass der Feind jetzt hier gerade eben sich jetzt hier schon mir freiwillig in die Klinge stürzt. Wow, ey, die Trulla, ne? Das ist so krass. Die Trulla hat jetzt diese Nackedei-Trulla, ne? Mhm. Die hat tatsächlich eingesetzt,
Also die hatte ein Druckmittel gegen mich bekommen durch... Ja, weil ich die zum Katholizismus bekehren wollte. Und jetzt kann die 25 Jahre lang als Ratsspitzel nicht entlassen werden. Das Gute ist, sie ist tatsächlich ein guter Ratsspitzel. Aber man stellt mal wieder fest, wie asozial diese Druckmittel sind, ne? Wie schamlos diese KI-Charaktere das gegen dich ausnutzen. Also gut, ich würde es ja auch machen, ne? Aber das ist schon heftig, ne? Du kommandierst übrigens gerade wieder eine Armee bei mir. Sag Bescheid, wenn du das nicht machen willst. Also mir wäre es eigentlich ganz recht, wenn ich das selten müsste, sagen wir es mal so. Okay, ja, dann ersetze ich dich durch jemand anderen. Ich glaube tatsächlich, dass ich das jetzt hier dann doch weggebe. An ihn. Oh, du bist umgelaufen. Ich habe übrigens Granada behalten. Weißt du warum? Erzähl. Granada hat die Festung Alhambra. Mhm. You are correct. Und die finde ich ganz, ganz interessant. Die ist wahrscheinlich sehr dick. Am Anfang noch nicht, aber später bekommt die eine Festungsstufe plus 8. Okay. Viel Spaß bei dem Versuch, diese Hauptstadt nochmal irgendwann einzunehmen, ne? Ja, ich muss bloß gucken, ab wann das dann gilt, aber... Sekunde, was für eine Tech brauche ich dafür? Ich brauche Horden. Okay, das dauert noch ein bisschen. Die Horden sind die Hürden. Ja, die... Was, du bist eine Vasallin von mir ist tatsächlich im Knaste. Hab ich noch Verwandte, die nichts haben? Ich glaube nicht. Auf der anderen Seite müssen Verwandte lieber. Ja, mach mal die Leute in Saarbrücken zu Franzosen. Das sind die doch ohnehin schon so halb, ne? Belgier-Titel vergeben. Dynastie der Moneten. Titel vergeben. So. Jetzt gebe ich ihm noch diesen Herzogstitel. Dass ich selber nicht zu übertrieben viele Herzogtitel habe. Ich habe halt schon 4 Herzogtitel. Das ist halt schon mehr als Schmerzgrenze, weißt du? Das finden die Vasallen in der Regel nicht so geil. Alter, einfach viel zu viel Zeug, was hier mal wieder passiert, ne? Thronanspruch, mein Schwager, Prinz Leonard. Fils Henri von Romagna, aha. Wird unsere Wale. Okay, weil er einen Thronanspruch gegen uns haben möchte. Ja, für diese Krone kann ich momentan noch nicht viel tun. Schade, schade, schade. Genau, wir sind bei 30 Minuten, Mann. Oha.
Ja, dann machen wir hier mal Schluss an der Stelle, ne? Ja, würde ich auch vorschlagen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, sag ich, macht's gut und Pax Vobiscum Valete. Tschüss.